They call me Prophet. And I'm the only one who knows what's coming. Cell are not the real threat to our world. The most powerful alien, the Alpha Ceph, still lives. Also ich muss ganz echt sagen, beim Spielen von Crysis 3 steckte ich weniger in einer Krise als bei den beiden Vorgängern. He showed me a glimpse of the future. Ja, ich habe mal wieder so ein bisschen den Underdog-Status rausgekramt, denn auch wenn ich die Wertung jetzt noch nicht verraten will, aber Crysis 3 hat mir von der ganzen Trilogie schon so mit am meisten Spaß gemacht, obwohl ja Crysis 1 so als das Nonplusultra gilt. Aber warum das so ist, erzähle ich euch später. Das Besondere an der Story von Crysis 3 ist, dass das Spiel direkt mit einem großen Zeitsprung anfängt. Easy! Friendlies! You remember friendlies? Denn Crysis 3 spielt im Jahre 2047, also mehr als 20 Jahre nach dem Vorgänger. Allerdings ist der Ort, in dem es spielt, gleich geblieben, denn wir streifen mal wieder durch New York. Allerdings ist es mittlerweile völlig zerstört und überwuchert. Außerdem wurde über New York mittlerweile eine riesige Kuppel errichtet, die den tödlichen Virus einsperren soll, der in der ganzen Stadt grassiert. Here she is, the Liberty Dome. One big sweaty armpit. Not that you'd notice inside that suit, but it's hotter than a vindaloo in here. Der Hauptprotagonist, den man hier spielt, ist diesmal Prophet, den man mittlerweile aus den beiden Vorgängern kennt. Warum man ihn allerdings spielt und wie es sein kann, dass er überhaupt da ist, ist so eine komische, kryptische Erklärung, die man auch nicht so ganz versteht, wenn man das Spiel spielt und sich da so vielleicht ein bisschen reinlesen muss. Ich werde es jetzt hier allerdings nicht verraten, weil es nicht nur das Spiel, sondern auch den Vorgänger direkt spoilern würde. Der muss natürlich feststellen, dass in den ganzen 20 Jahren einiges passiert ist, in denen er nicht aktiv war, denn die sehr zwielichtige Organisation Cell hat mittlerweile die Vorherrschaft an sich gerissen. Prophet bekommt auf seiner Mission diesmal allerdings ein wenig Unterstützung, denn er trifft erneut auf Psycho, den man auch aus Teil 1 kennt. Well, I don't know about you, but I call that fucking flawless. Die beiden arbeiten Anfang des Spiels erstmal zusammen, um Cells Aktivitäten zu untersuchen. Dabei treffen sie in den Ruinen von New York auch noch vereinzelt auf Ceph, die dort umherstreifen. Der Widerstand, dem Psycho angehört, konzentriert sich allerdings hauptsächlich auf Cell, weil sie davon ausgehen, dass das die momentane größte Bedrohung ist. No. Claire, this is Prophet, my CO. Look at the modifications, Michael. Is it Ceph? Cell? Is it even human? Have we been sacrificing good people for that Mutation? Look, this is not just a suit, Michael. Prophet hat während des ganzen Spiels aber immer mal wieder Visionen von einer nahenden Zukunft und glaubt, dass das mit den Ceph noch nicht alles gewesen sein kann. The situation is far worse than any of you can imagine. I have visions, glimpses of death. We will take the fight to Cell. Shut down that energy nexus and end all this, or whatever they're doing will bring about the extinction of all life on this planet. Remember that. Und jetzt weiter über die Kampagne zu reden, würde schon zu viel spoilen, denn viel verbirgt sich hinter der Story nicht mehr, denn das Spiel ist auch recht kurz. Also man ist da bestimmt schon nach 4-5 Stunden durch, wenn man sich ranhält. Und viel Platz für Story ist da nicht so. Trotzdem schaffen sie es im Gegensatz zu den Vorgängern in dieser kurzen Zeit wirklich mehr Story und mehr Fokus auf die Charaktere reinzupacken. Man muss dabei bedenken, dass es immer noch ein Ego-Shooter ist und da sind Stories ja eher so, die stehen so ein bisschen hinten dran, könnte man sagen, aber sie versuchen da schon das Beste rauszuholen und geben auch gerade Psycho so einen Charakter, den man im ersten Teil noch nicht so richtig kennenlernen konnte. Und auch Prophet selber, der jetzt auch widerspricht, nicht so wie Alcatraz aus Teil 2, auch den lernt man da so ein bisschen besser kennen und was eigentlich seine Beweggründe sind. And what the fuck am I supposed to do about it, eh? I'm Michael Sykes. I'm just a human Prophet. I couldn't even save one fucking life, not one! You selfish son of a bitch! Don't you get it yet? Rash had me pinned back there, kept me locked down because of this damn suit. If you'd been wearing a suit, we'd all be dead. You being human is what saved us.
Im Allgemeinen gibt es auch mehr Cutscenes, die im Spiel auftreten, was auch ganz cool ist, weil die auch sehr schön inszeniert sind. Was auch daran liegt, dass das Spiel wirklich toll aussieht. Also für heutige Verhältnisse auf jeden Fall noch. Da die Remastered-Version, die wir hier sehen, auch sehr schön überarbeitet wurde. Also was sie da wieder mit den Lichteffekten angestellt haben und mit den Texturen, die teilweise wirklich knackscharf sind. Sieht einfach toll aus. Noch dazu läuft es wirklich butterweich und flüssig. Neben den gut gelungenen Cutscenes gibt es manchmal auch wirklich spektakuläre Szenen, wie man sie vielleicht aus einem Call of Duty kennt, die einem dann nochmal das Adrenalin nach oben schießen. Euch muss aber klar sein, dass es jetzt nicht wirklich ein Call of Duty ist, wo alle zwei Minuten wirklich was explodiert und die Ohren fliegt. Crysis 3 ist, so wie die Vorgänger, auch hier noch ein bisschen ruhiger. Gameplay, wie ihr seht, hat sich nicht groß verändert. Es ist natürlich immer noch ein Ego-Shooter, in dem man auch, wie in den Vorgängern, durch den Nanosuit, den man natürlich immer noch trägt, wo man immer noch den Tarn- und den Panzerungsmodus aktivieren kann, wie man es halt schon kennt. Also der Panzerungsmodus verstärkt euch und lässt euch ein paar mehr Treffer aushalten und der Tarnmodus macht euch für kurze Zeit unsichtbar. Und dann könnt ihr euch da auch wieder an den Gegner vorbeischleichen oder sich von hinten überraschen. Ich glaube, die größte Neuerung, womit Crysis 3 auch sehr viel beworben wurde im Vorfeld, ist nämlich eine neue Waffe, die Prophet im Laufe des Spiels bekommt. Nämlich ein Bogen. A bow? Yeah. Makes you an invisible silent killing machine. Serious kit this. You like it? No. Das klingt jetzt in dieser ganzen Hightech-Welt irgendwie relativ unspektakulär, weil man da ja auch andere große Waffen, die viel Zerstörung ausrichten können, finden kann. Aber der Bogen hat eine coole Funktion. Zum einen ist er ziemlich mächtig und zum anderen kann man ihn im Tarnmodus benutzen, ohne dass man kurzzeitig sichtbar wird. Es ist ja sonst immer so, dass man, wenn man im Tarnmodus sich befindet und dann eine Waffe abfeuert, wird die ganze Energie des Anzugs verbraucht, man wird automatisch sichtbar. Beim Bogen ist das allerdings nicht so und man bleibt trotzdem unentdeckt, womit einem wirklich coole Kills gelingen können, so aus dem Schatten heraus mit dem Bogen. Und das macht schon echt Spaß. Zumal, wie gesagt, der Bogen auch wirklich, wirklich mächtig ist und man, sobald man ihn hat, eigentlich ungern noch auf andere Waffen wechselt. Das liegt auch an dem guten Trefferfeedback der Gegner, also nicht nur beim Bogen, sondern auch bei den anderen Waffen. Aber die Gegner fallen alle ziemlich gut um, nicht zu übertrieben. Das Sounddesign ist da auch sehr gut gelungen und es macht einfach Spaß, sich da aus dem Hinterhalt heranzuschleichen und die Gegner einen nach dem anderen auszuschalten. Der Bogen ist aber nicht die einzige Neuerung in Sachen Waffen, die Prophet benutzen kann, denn dank der Story, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, darf Prophet nämlich hier und da auch mal Alien-Waffen benutzen, die er findet. Und die sind sowieso sehr mächtig und auch mächtiger als die üblichen Waffen, die man so finden kann. Und damit kann man dann auch mal ordentlichen Schaden anrichten. Fuck me! How are you firing that? Jesus! Look like how you did it. But that is fucking beautiful! Die Waffen, die man findet, darf man dann auch wieder teilweise upgraden und neu ausrüsten mit neuen Gegenständen, wie man das aus den Vorgängern kennt. Wieder in diesem coolen Menü, wo Prophet einfach die Waffe so vor sich hält und man kann es dann in Echtzeit halt umschalten. Das funktioniert immer noch sehr gut und warum sollte man da auch großartig was ändern? Prophet darf sich wie in Teil 2 auch wieder selbst aufleveln durch gewonnene Punkte, die man in der Spielwelt verdienen kann, indem man zum Beispiel Upgrade-Kits, die in der Gegend rumliegen, findet und aufhebt. Dann darf man sich in einem erweiterten Menü neue Fähigkeiten freischalten bzw. seine Skills ein wenig verbessern, dass man ein bisschen mehr Schaden aushält oder noch ein bisschen leiser ist beim Schleichen. Und wenn man das gemacht hat, darf man sich bis zu 3 Sets zusammenstellen aus verschiedenen Fähigkeiten und die dann auch anlegen. Eine kleine Neuerung, die es auch noch gibt, die euch noch ein bisschen mehr im Kampf unterstützt, ist das Hacken. Denn Prophet kann jetzt hier und da mehrere Objekte oder auch manchmal sogar Feinde hacken. Also es gibt euch einen ganz anderen Vorteil während eines Kampfes, wenn ihr da zum Beispiel einen feindlichen Geschützturm habt, den ihr kurzerhand mal umschreibt und der dann eure Gegner aufs Korn nimmt. Das hat mir schon das ein oder andere Mal wirklich den Arsch gerettet, muss ich sagen. Man kann auch manche Gegner, also vorweise die Alien-Gegner, kurzzeitig mit dem Hacken außer Gefecht setzen, sodass man sie besser zerstören kann. Und das ist so ein Feature, was auch ganz cool ist, weil es geht schnell, es ist unkompliziert und damit kann man sich die Sachen auch wirklich vereinfachen, wenn man mal so ein bisschen in der Krise steckt. Und wem das noch nicht genug ist, der darf an manchen Stellen auch wieder Fahrzeuge bedienen. Die kommen hier allerdings nicht mehr so häufig vor. Ich glaube, in Teil 1 waren die noch am sinnvollsten oder am häufigsten zu finden und
auch am sinnvollsten, wo man da rumfahren kann, weil das Spiel ein bisschen offener war. Crysis 3 ist halt etwas linearer und deswegen gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, aber trotzdem kann man hier und da auch mal ein Fahrzeug besteigen und damit auch ein bisschen Schaden anrichten. Aber ich finde, da wo Crysis 3 wirklich punkten kann, ist eine Sache, die mich ein wenig in Teil 1 und in Teil 2 richtig gestört hat, und das ist das Pacing, also quasi die Balance zwischen den Spielelementen. Denn wenn ihr euch erinnert, in Crysis 2 war einer meiner Kritikpunkte, dass das Spiel unglaublich langsam anfängt und es später erst wirklich Fahrt aufnimmt und dann auch richtig Spaß macht. Das hat man bei Crysis 3, finde ich, gar nicht, weil da geht es von Minute 1 an, geht es da zack auf zack und es kommt irgendwie keine Langeweile auf, weil man auch immer neue Gebiete erkundet und es macht auch einfach Spaß, weil das Leveldesign sehr gut ist und das schön ineinander überläuft und kein Ort sieht aus wie der andere. Noch dazu gibt es ein paar neue Gegnerarten, die man dann trifft, auf die man sich auch wieder neu einstellen kann. Und falls einem das dann schon langweilt, kommt danach direkt wieder eine coole Sequenz. Und ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen. Vielleicht ist das Spiel deswegen auch nur relativ kurz, weil sie vielleicht gemerkt haben, dass wenn man das jetzt länger gemacht hätte, dann wäre die Balance wieder so ein bisschen ausgehebelt und man würde sich dann schnell langweilen. Deswegen kann ich Crysis 3 tatsächlich auch eine 8 von 10 geben und ist es für mich persönlich tatsächlich auch der beste Teil der Reihe, was so ein bisschen eine Underdog-Meinung ist. Weil, ja, wie schon am Anfang erwähnt, gilt immer der erste Teil so als mit der beste. Und ich kann auch so leicht verstehen, warum, weil der noch die meisten Freiheiten geboten hat und da auch noch sowas ganz Neues war. Aber ich finde, der dritte, der hat jetzt schon so viele Macken von den Vorgängern ausgearbeitet und ist einfach so kurzweilig, dass er mich von Anfang bis Ende einfach gut unterhalten hat. Und ja, die opulente Grafik und Inszenierung ist dann noch so ein kleiner Bonus. Und ich habe das Spiel damals nur auf der PS3 gespielt und da war das Spiel auch schon ja recht hübsch. Aber gerade wenn man es dann im Vergleich mit der PC-Version, die damals rauskam, gesehen hat, hat es schon richtig abgestunken technisch, weil das so gegen Ende der PS3-Ära rausgekommen ist und da war es schon so langsam vorbei. Und das haben sie jetzt hier mit der Remastered-Version, die wie gesagt sehr schön ist, auch toll ausgehebelt. Und deswegen, falls ihr den dritten Teil noch nicht gespielt habt, dann kann ich den euch auf jeden Fall empfehlen. Weil er, wie gesagt, mir am meisten Spaß gemacht hat.